Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Einbau-Video-Tutorial der GPS OIP. Dieser Easy Helper-Clip wurde mit der Telematic Movie Creator App von einem Nutzer mittels automatischem Rendering erstellt und soll dich nun bei deinem Einbau unterstützen. Bitte beachte jedoch, dass durch Eingabe Dritter die Angaben nicht zu 100% verifiziert sind und es sich daher manchmal empfiehlt, relevante Informationen für den Einbau des GPS-Auge aus mehreren Videos zu nutzen. Wir würden uns freuen, wenn auch du die Telematic Movie Maker App zur nachhaltigen Dokumentation des Einbaus nutzen würdest. Nachfolgend nun die relevanten, erfassten Informationen. Der Einbau wurde an einem Mann, TGS Baujahr 2018, vorgenommen, welches ein Winterdienstfahrzeug ist. Darüber hinaus wird der Einbau mit folgender zusätzlicher Aufbauherstellermodulvariante dargestellt: Evi Schmidt, Streuer sowie Weilhack, Räumschild. Hierbei steht die Kontaktierung für den Abgriff der Daten im Vordergrund, die je nach Hersteller und Fahrzeugtyp variieren können. Das GPS-Auge ist hierzu mit zahlreichen Kontaktierungs- und Abgriffsmöglichkeiten ausgestattet. Hinsichtlich des Funktionsumfangs stehen dem Nutzer durch die gezeigte Montage zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Im Kern hier zum Beispiel genannt: Objektortung, Auftragsmanagement, bidirektionale Kommunikationsmöglichkeiten, Fahrerauthentifizierung. Ein NFC-Chip wurde eingelesen und wird an die Zentrale übertragen. Infrastrukturelle Objekterfassung sowie die Navigation, egal ob die klassische Straßennavigation für PKWs, LKWs, Busse, also für sogenannte On-Road-Routen, oder die Off-Road-Navigation im Gelände, die zum Beispiel in der Forst- und Landwirtschaft oder auch im Kommunalbereich ihren Einsatz findet. Im Fokus dieses Tutorials steht für den Nutzer folgende Hauptanwendung bzw. Funktionserzeugnis: Erfassung der ausgebrachten Streumenge zur Erfüllung der angeforderten Nachweispflicht, Erfassung der örtlich vorgenommenen Räumtätigkeiten mittels Räumschild zur Erfüllung der geforderten Nachweispflicht, Erfassung spezieller Telemetrieinformationswerte für spezifische Auswertungs- und Dokumentationszwecke, allgemeine Telemetrieerfassung für zahlreiche nachhaltige Auswertungsmöglichkeiten wie Footprint-Analyse, Treibstoff, Verbrauchsminimierung, CO2-Einsparung, Fahrstilanalyse und vieles mehr. Diese Einbaudokumentation bzw. das gewünschte Funktionsergebnis beinhaltet die CAN1-Kontaktierung, RS232-Kontaktierung, Magnetschalter, BLE, Kontaktierung, Videokamera, Video-In, Kontaktierung, externe Kombiantenne, Kontaktierung, weitere visuelle Details zur Einbringung hierzu im späteren Verlauf. Hinweis: Zum angestrebten Funktionsergebnis mit dem GPS-Auge sind gerätespezifische Einstellungen erforderlich. Hier die Modulaufbauvariante Evi Schmidt, Streuer sowie Weilhack, Räumschild gezeigt. Diese Ansicht des Cockpits dient unter anderem zum Abgleich zur genauen Fahrzeugidentifikation. Gezeigt wird hier das gesamte Montageumfeld, welches zur Platzierung des GPS-Auges genutzt wird. Die Kontaktierung eines GPS-Auges sollte an 12 oder 24 Volt Dauerstrom, also Klemme 30, vorgenommen werden. Eine zusätzliche Absicherung hinsichtlich des stromführenden Bereichs für das GPS-Auge kann mit einer 5 Ampere Sicherung vorgenommen werden, um die vorgeschaltete Hauptsicherung nicht in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus kann durch eine noch entnommene Sicherung während der Montage sichergestellt werden, dass keine Beschädigungen bei fehlerhaften Kontaktierungen während des Einbaus entstehen. Die Einbringung der Sicherung sollte dann nach komplett durchgeführter Montage erfolgen. Bei Verwendung vorkonfektionierter Kabel oder beispielsweise einer Stromkontaktierung über den FMS-Stecker, Beispiel beim klassischen LKW, sollte die Zusammenführung auch erst nach komplett beendeter Montage unter der Berücksichtigung gegebenenfalls bereits vorhandener Kontaktierungen erfolgen. Im Weiteren wird hier die eigentliche Anbringung des GPS-Auge dargestellt. Wichtig hierbei wäre zu erwähnen, dass bei der Verwendung eines A-Rad-Halters die untere Verschraubung des Kugelfußes sehr festgezogen werden muss, um ein Kippen des Gerätes zu vermeiden. Zudem besteht je nach Halterversion die Möglichkeit zur Einbringung einer Fixierunterlage. Bei der eigentlichen Anbringung des GPS-Auge ist speziell darauf zu achten, dass der Schnappverschluss des Halters korrekt einrastet. Gegebenenfalls dient hier bei der Montage ein zusätzlicher Gegenstand, um den benötigten Druck zum Verriegeln zu erzeugen.
welche akustisch wahrgenommen werden kann. Um dem GPS-Auge Telemetriedaten zuzuführen, bietet das GPS-Auge in One hierfür mehrere Kontaktierungsmöglichkeiten. In der Regel muss die Kontaktierung induktiv erfolgen, es sei denn, es handelt sich um freigegebene Kontaktierungsschnittstellen, wie zum Beispiel im LKW-Bereich die FMS-Schnittstelle. An dieser Stelle wird nun der CAN-1-Anschluss für den induktiven Abgriff dargestellt. Hierbei ist die Unterscheidung zwischen CAN-High und CAN-Low ausschlaggebend. Im Weiteren muss die dauerhafte Stromversorgung für die induktive Hardware-Abgriffsmöglichkeit sichergestellt sein. Die Verbindung vom Mainplug-Kabel zum GPS-Auge in One erfolgt dann über den Kabelkontaktanschluss 17 CAN-High blau und 18 CAN-Low weiß. Hinweis: Nach erfolgter Kontaktierung des Telemetrieanschlusses empfiehlt es sich, die Identifikation des Anschlusses in Verbindung mit dem Suchlauf durch einen Hardware-Reset des GPS-Auges auszulösen. Der Reset kann über die Bestätigung des Reset-Knopfs, der sich im oberen linken Bereich auf der Rückseite des Gerätes befindet, vorgenommen werden. Hierbei wird das GPS-Auge neu gestartet. Falls nun ein Fehler aufgetreten ist, wird CAN-1 und CAN-2 in Rot dargestellt. Erfolgt keinerlei Anzeige, weist die Kontaktierung zur Hardware Fehler auf, zum Beispiel wegen fehlender Stromzufuhr oder vertauschtem CAN-High, CAN-Low. Bei korrekter Kontaktierung wird CAN-1 und CAN-2 in Weiß dargestellt. Das GPS-Auge in One verfügt über interne Antennen. Je nachdem könnte es vorteilhaft sein, dennoch externe Antennen zu nutzen. Für diesen Zweck steht für den GSM- als auch für den GNSS-Bereich FACRA-Anschlüsse zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierbei, dass die eingesetzten Antennen im GNSS-Bereich sowohl GPS, Navstar, GLONASS, Baidu als auch Galileo unterstützen. Im GSM-Bereich sollte der Antennenfrequenzbereich 2G bis 4G oder auch 5G unterstützen. Hier wird die angedachte externe Antennenpositionierung sowie die Kabelführung dargestellt. Bezüglich der Datengewinnung in Verbindung mit verschiedenen Aufbauten bietet die Telematikeinheit der GPS over IP mehrere Anschlussoptionen, sodass die erforderlichen Werte von jedem Aufbau erfasst werden können. Egal ob digital, analog, Telemetriebus, seriell oder over the air, das GPS-Auge erfasst auf jeden Fall Ihre gewünschten Daten. Bei der Kontaktierung vom Evi Schmidt Streuer muss zunächst anhand der Steuereinheit recherchiert werden, inwieweit diese Telematik verwertbare Daten ausgibt. Aufgrund dessen wird dann entschieden, wie die Datengewinnung erfolgt, mit herstellerspezifischem Kabel oder mit optionalem Zubehör seitens der GPS over IP. Insofern die Kontaktierung seriell bzw. mit herstellerspezifischem Kabel erfolgen kann, erlauben wir uns an der Stelle den allgemeinen Hinweis, dass die Verbindung über den Anschluss 10RX orange-blau und 11TX orange-grün des Mainplug-Kabels ab Revision 7 des GPS-Auge in One ohne Pegelwander direkt durchgeführt werden kann. Die Masse des seriellen Anschlusses wird hierbei auf Klemme 31 angebracht. Im Anschluss ist eine spezifische Konfiguration erforderlich. Bei der Parametrisierung unterstützt Sie der Customer Support der GPS over IP sowie auch bei den nachfolgenden Erläuterungen bzw. insofern Fragen hierzu sind. Wir haben nun das Schmidt-Streu-Bedienpult über das RS232-Kabel mit unserem Gerät verbunden. Zusammengelötet wird hierbei RX und RX und TX und TX. Das Ganze ist dann hier in der Innenverkleidung. Wichtig zu gucken ist noch, dass auf dem Schmidt das richtige Protokoll läuft und dass der AUXCOM-Befehl ans Gerät geschickt wurde. Wir sehen hier, der AUXCOM-Befehl ist gekommen, nur im Moment ist es noch rot, da ein Kommunikationsfehler herrscht, da zurzeit kein Streuaufbau auf diesem Fahrzeug ist. Auch bei der Kontaktierung von Beilhack Räumschild sollte zunächst anhand der Steuereinheit recherchiert werden, inwieweit diese Telematik verwertbare Daten ausgibt. Aufgrund dessen wird auch hier entschieden, wie die Datengewinnung erfolgt, mit herstellerspezifischem Kabel oder mit optionalem Zubehör, gegebenenfalls auch over the air. Wir sehen hier den Beilhack Schneepflug zum Kennzeichen WISV 9876. Den Schneepflug haben wir mit unserer Bluetooth-Tag-Halterung versehen, mit dem Bluetooth-Tag. Mit diesem Bluetooth-Tag können wir den Status erhalten, ob das Schild gerade oben oder unten ist. Dieser Bluetooth-Tag ist mit dem Gerät zum gehörigen Kennzeichen gekoppelt. Neben zahlreichen Kontaktierungsmöglichkeiten zur Telemetrieerfassung bietet das GPS-Auge auch den Anschluss einer Rückfahrkamera, wahlweise über USB oder Video-In.
Mittels Signalwandler können auch andere Kameraquellen integriert werden. Für Video-In befindet sich zur Kontaktierung auf der Rückseite des GPS-Auge in One ein grüner FAKRA-Anschluss. Insofern Steuersignale benötigt werden, zum Beispiel für die Kameraaktivierung oder für die Spritzschutzkappe, kann vom Mainplug-Kabel vom GPS-Auge in One der Anschluss 30 je nach Kameratyp genutzt werden. Hierbei muss eine spezifische Konfiguration erfolgen. Bei diesem Fahrzeug wird kein extra Zubehör gebraucht, um die Rückfahrkamera mit unserem Display zu verbinden, da die Rückfahrkamera schon mit dem hauseigenen MAN-Radiodisplay verbunden ist. Da für diesen Einbau gerätespezifische Einstellungen erforderlich sind, sollten diese mittels eines Konfigurationsprofils im Flottenmanagementportal GPS Explorer der GPS over IP hinterlegt werden, sodass Sie bei Veränderungen, Updates oder neuen Versionen, sofern erforderlich, jederzeit auf die Einstellungen zurückgreifen können. Die Einstellungen können dann over the air auf alle gewünschten Fahrzeuge mit nur einem Knopfdruck übermittelt werden. Als letztes haben wir nur noch alle nötigen GPS Plus Befehle an das Gerät geschickt und geprüft, ob das Schmidt auf dem richtigen Protokoll läuft. Hier sehen wir, AUX ist weiß, das heißt AUX-COM-Befehl ist angekommen und es läuft das richtige Protokoll. Zusätzlich ist noch sicher zu gehen, dass ein GPS-Plus-Befehl für die externe GPS-GSM-Kombi-Antenne rausgeschickt wird. GPS zieht sich das Gerät automatisch, GSM muss erst aktiviert werden. Zu guter Letzt wird noch der Bluetooth-Tag dann eingetragen und dem Gerät zugeordnet mit der MAC-Adresse und der KE. Bitte beachten Sie, dass durch die hier im Video erfassten Daten von Dritten nicht auf alle Informationen Gewähr gegeben werden kann. Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen jedoch sehr gerne der Customer Support der GPS over IP jederzeit zur Verfügung. Dieses Video wurde mit der Telematik Movie Creator App der GPS over IP automatisiert erstellt, welche Sie sich kostenlos im Play Store herunterladen können.